Wer bist du, was machst du und was hast du heute Abend hier gemacht? Mein Name ist Thomas, ich mache Poetry Slam und das habe ich auch heute Abend hier gemacht. Hat so ein Thomas auch einen Nachnamen? Ja, Spitzer. Also Thomas Spitzer. Wie fühlt man sich dann so, wenn man nur den Talent Award gewonnen hat? Ja, also ganz normaler Donnerstag halt, würde ich sagen. Das ist natürlich eine große Ehre. Ich habe mich schon sehr gefreut, muss ich sagen. Warum hast du beim Talent Award mitgemacht? Wieso mache ich Poetry Slam? Ich finde es einfach cool, mit dem Publikum so eine Verbindung aufzubauen. Mir fällt es immer irgendwie schwer, mit Menschen normal face-to-face zu reden, wie jetzt gerade. Aber wenn ich auf die Bühne gehe und dann da irgendwie ein Haufen Leute sitzen, dann funktioniert das irgendwie. Und das finde ich halt faszinierend. Hättest du gedacht, dass du heute gewinnst oder hattest du jemanden deiner Konkurrenten eher auf dem Zettel? Das ist immer so ein bisschen eine schwierige Frage. Daran sieht man, dass die Fragestellerin sehr kompetent ist. Keine Ahnung, ich bin ja einfach reingegangen und wollte halt einen coolen Auftritt machen, wollte alles wegburnen und ja, das ist mir auch gelungen. Aber du hast schon mitbekommen, dass das Publikum ziemlich cool auf dich reagiert hat. Also die haben ja dich schon ziemlich gefeiert. Ja. Bescheiden ist er auch noch ein bisschen, oder? Natürlich, Bescheidenheit gehört dazu. Nee, es hat heute echt großen Spaß gemacht. Ich hatte selten so coole Auftritte wie jetzt die zwei beim Nightwatch Talent Awards. Es war echt richtig tight. Was steht jetzt noch für dich an? Wie geht's jetzt weiter, nachdem man diesen schönen Preis gewonnen hat? Ja, also erstmal werde ich mit dem Preis so durch die Gegend laufen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mir so eine kleine Wäscheklammer machen soll, die so aussieht und die ich dann ins Haar machen kann. Und dann fragen immer alle Leute, hey, wieso hast du da so eine scheiß Wäscheklammer? Und dann sage ich, ich habe den Nightwatch Talent Award gewonnen. ich werde einfach jetzt ein bisschen chillen und nächste Woche werde ich dann wieder auf Poetry Slams gehen und mir da wieder meine Kröten zusammen verdienen. Ich habe noch so ein Buch geschrieben, das jetzt gerade erst frisch rausgekommen ist. Die Goethe-Schiller China-Kohl ist bei Basta Lübbe erschienen, handelt von meiner China-Reise mit dem Goethe-Institut vor 2 Jahren. Da stehen jetzt auch noch so ein paar kleine Lesungen an. Wann hast du festgestellt, dass du lustig bist? Bin ich lustig? Ich weiß nicht genau. Ich glaube nicht, dass es da so wirklich einen Punkt gab. Also ich glaube, dass das einfach irgendwann so, dass man es einfach irgendwann so gemerkt hat. Naja, also ich traue mich zum Beispiel nicht, auf die Bühne zu gehen. Irgendwas muss dich ja dazu animiert haben, dass du sagst, ey, ich weiß, dass ich das kann und ich mache das. Ja, es war echt einfach nur so Neugier, so mal schauen, ob es irgendwie funktioniert. Und es hat funktioniert. Genau. Wo kann man dich in nächster Zeit noch sehen? Ich habe viele Termine, das kann man auf meiner Homepage anschauen. Würzburg, Stuttgart, ja, es sind also bis Weihnachten bestimmt noch so 35 Termine oder so, wo ich entweder Featured Artist bin oder ganze Lesungen mache oder bei einem Poetry Slam Auftritt hoffentlich. Werde ich so, sagen wir mal, in 1-2 Jahren mal dann eine Solo-Show haben. Ich will halt die Sache nicht Show nennen, wenn es noch keine Show ist. Ich will halt erstmal vernünftig daran arbeiten. Ich habe auch ein bisschen mit Stand-Up angefangen und solchen Geschichten. Ich will es schauen, bis es ein bisschen ausreift und dann sehen wir mal. Möchtest du noch irgendwas sagen, was ich dich nicht gefragt habe? Nein. Sind Interviews unangenehm für dich? Nein. Nee, passt schon. Nee, ich weiß nicht, ich bin ein sehr kontrollierter Mensch. So, Dann lass mal los. Lass zum Beispiel mal den Comedy hier, den Talent Award los. Geht einfach, oder? Ja, stimmt. Das ist Thomas. Hallo. Cool. Dankeschön. Ich danke.